So, dann ich grüße euch. Liebe Grüße von mir. Sabine grüßt euch. Und pausiert heute. Schauen, was gibt's? Ob er stabil ist. Ja, heute ist kein Thema. Das heißt, ich bin bereit für Impulse oder für Erzählen. Dankeschön an München, Ute und Leonardo, schöne Sendungen. Ja, ich hoffe, dass es stabil ist. Wenn man zu langsames Internet hat, kann man hier von High auf Low umstellen. Und hier ist einfach den Chat zu schreiben, einfach den Bleistift hier klicken, erscheint Nickname ohne Umlaut. Schreibt ihr irgendetwas, Enter, und dann kennt ihr, habt ihr schon die Möglichkeit, hier reinzuschreiben. Ja, das ist die dritte Sendung heute. Sie haben um 19.30 Uhr angefangen. Und bin gespannt, was heute ist. Ich bin dankbar, freue mich für alle, die jetzt da sind. Und es ist natürlich möglich, hier zu erzählen, wenn ihr ein Thema habt oder einen Workshop gibt oder eine Messe vorstellen wollt, ihr könnt gerne anrufen und das sagen. Also wir starten jetzt für all die möchten, ist die Möglichkeit, dass man ein paar Informationen, ist auch gut. So.
Ja, wir gehen jetzt zu Experten. Also man kommt einfach auch, indem man in GTV hier klickt, hier auf Experten und dann Seminare, Vorträge, Workshop. Also Frauenkreis, was ich heute jetzt für die, die in Leipzig sind, möchte ich jeden Donnerstag ab dem 6. Juni After Work Revival. So, für alle, die hier in der Nähe sind und die nach der Arbeit mit uns sein möchten, ist jeden Donnerstag 18 bis 20.30 Uhr, das ist intern. Und es ist natürlich auch möglich, mit uns zu sein. Frag einfach auch danach, da könntest du einfach dich mit uns verbinden über Skype. Aber das ist nicht so optimal vielleicht, mal gucken. Oder was hier möglich ist, ist der 6. Juni, ein Tagesworkshop. Kannst du vor Ort sein. Matrix-Familiencode, wo du lernen kannst. Ja, den Matrix-Familiencode anzuwenden. Und der Sonntag, da werden wir mehrere Termine machen, erstmal beginnen, ist, du kannst auch von zu Hause teilnehmen, es ist intern, das heißt, ist nicht öffentlich, es wird hier intern stattfinden und du kannst aber dich dazu einschalten oder ich kann dich damit verbinden in interne, private privaten Bereich, es wird nicht aufgenommen. Göttliches Programmieren, ein Seminar, wo es anfängt mit göttliches Programmieren. Das ist natürlich für die, aber Mann. So, eben nochmal, ich hatte das nicht gezeigt, Seminar, Vorträge, Workshop. Hier ist ab dem 8. Juni, Samstag, Matrix Familiencode. Von 11 bis 18 Uhr kannst du gerne dabei sein. Melde dich. Und der Sonntag, der 9. ist göttliches Programmieren. Das ist natürlich für die, die es wirklich satt haben mit der Vergangenheit, mit herummachen und die die Bereitschaft haben, sich neu zu orientieren. Hallo Ludida. Ja, ich werde das nicht so jetzt so groß bekannt geben, weil es einfach der Beginn. Das heißt, es wird einfach auch entwickelt wie der Matrix-Familien-Code als erstes Tools, um endlich frei zu sein, um nicht mehr dich wie der, die das beeinflussen zu lassen und
das ist natürlich die Bereitschaft notwendig, in die Kehrseite zu gehen. Es kann natürlich, können all diese Sachen transformiert werden, sehr schnell, es ist auch möglich, damit du nicht die Kehrseiten leben musst. Das sehen wir dann, wenn wir einen ganzen Tag drin arbeiten. Wir haben bis jetzt abends nur Beispiele gemacht. Und dann natürlich göttliches Programmieren bedeutet, dass du in diesem Raum der totale Stille bist, der Klarheit, dass du nicht die Absicht hast, aus der Vergangenheit irgendetwas zu holen, dass du mit Alleinsein leben kannst. Und dass du einfach auch dir bewusst bist von deiner Schöpferkraft und sagst, ich will nicht gelebt werden, sondern ich werde jetzt leben und ich werde alles, was geschieht, im Wesentlichen, aus meinem Wesen, neu. Es wird nicht mehr geschrieben von meiner Seele, sondern ich bin die Seele und ich werde es jetzt schreiben. Ich mache meine Pläne. Ich brauche nicht mehr das Spannungsfeld. Hallo Grete, ich bin in der Sendung. Es ist für die Sendung. Soll ich dich laut stellen? Nee, heute ist nur von 10 bis 11, ja. Okay, dann mache ich den Computer da an, ne? Kron. Okay, gerne. Und dann rufe ich dich an, ja? Okay, bis dann, ciao. So, sorry, ganz kurz. Ja, die fantastische Grit macht für uns die ganze DVD von Rosina Kaiser. Das werden große Hilfsmittel sein, um meistens ganze Seminare über Zwei-Punkte-Methode, eigentlich die Rosina Kaiser-Methode. Sie hat alles einiges zusammengetragen und so zwischen Zwei-Punkt-Methode und russische Methoden und hat sie mit unglaublicher Klarheit und Macht Seminare geleitet. Und diese Seminare habe ich aufgezeichnet und es ist möglich, dies einfach auch die ganze DVD zu Hause zu machen. Es sind, ich glaube, 3-4 Seminare, die kann man bestellen. 2-4 sind fast fertig, weitere 3 sind in Vorbereitung. Die zeige ich dann euch dann. Und das könnt ihr dann zu Hause machen, DVD, und braucht ihr nicht irgendwo hinzufahren. Unglaublich Klarheit, unglaubliche Macht, Ermächtigung und gute Verbindung von Rosina Kaiser. Und das haben wir die letzten Wochen, besonders die Grit, für euch vorbereitet. So. Ja, und eben, ich bin jetzt sehr, sehr, sehr bereit, für diese neue Zeitalter zu wirken. Und natürlich habe ich jetzt für die neuen Sachen die absolute Absicht, wirklich mit den Schöpferkräften zu arbeiten und die einfach auch wollen. Es geht nicht darum, dass man das Faulsein, Hanging Out, das bleibt, aber es geht darum, vieles ist, wird bestimmt von deiner Vergangenheit, du glaubst so zu sein, es ist aber nicht so. Denn die Seele hat für dich Entscheidungen getroffen und die Seele ist jetzt frei.
die Seele 2013 mit den neuen Veränderungen, das bist du. Und und nichts mehr kommt von außen. Es kommt nichts mehr. Das heißt, diese ständige Anstrengung, dass irgendetwas kommt, dass irgendetwas geschieht, dass es wird nur anstrengend sein. Geschieht nichts, passiert nichts. Was natürlich passiert, ist, dass die Geister der Vergangenheit, wenn du glaubst, dass die noch da sind, dass du dich mit denen beschäftigst. Und früher konnte man eine Therapie machen, konnte man irgendetwas machen. Jetzt kann man nichts mehr machen, weil die Sachen, die gibt es nicht mehr. Die sind, die entsprechen nicht mehr der Realität. Die sind in der Biologie nicht mehr da, nicht mehr verankert. Das heißt, es wird noch eine Zeit lang möglich sein, wir werden glauben, dass es läuft und dass es... Aber es geht nicht weiter. Und in diesem Sinne, es ist möglich, in diesem unglaublichen 2013 Experiment gemeinsam voneinander zu lernen und zu spielen und dieses Neuprogrammierung, göttliches Neuprogrammieren zu lernen, weil ist nicht einfach. Wir haben jetzt schon ein paar Beispiele gemacht, das mache ich jetzt nur privat, telefonisch, und es fängt an zu funktionieren. Bis jetzt haben wir manchmal darüber geredet, ein bisschen geprobt, Sabine kann das mit ihr Tanz auch zeigen, aber und eben, gesagt, weltweit, in alle, wenn man in Facebook schaut, alle laden ein, Intuition, Schöpferkraft, Selbsterkenntnis, nur wie? Und mit der Methode schaffst du es nie. Mit der anderen Methode schaffst du es auch nie. Das ist einfach auch, diese fantastischen Menschen zeigen dir, wie sie das gemacht haben. Und dann am Ende des Kurses musst du selbst deinen Weg gehen. Und was ich eben anbiete, ist einfach das Feld zu schaffen, wo jeder geholfen wird, selbst auf den Weg zu gehen, denn ich unterrichte nichts. Ich gebe dir nichts, das ist das Neue, sondern ich hole raus. Ich sage dir, jo, mal gucken, wir fühlen dich, in welche Richtung deine Seele geht, welche Impulse du schon gegeben hast, die kann ich dir lesen, die kann ich dir spiegeln. Also ich bekomme, ich lese, wenn ich Seminare leite. Es war für viele immer schwierig. Ne? Ja, was habe ich bekommen? Nichts. Ich bekomme etwas. Ich lerne von dir. Und in dem Moment, wo ich von dir lerne, lernen die anderen auch von dir. Und durchs Lehren lernst du zeitgleich und im Moment hast du eine Selbstausbildung bekommen. Und in dem Moment, wo du die anderen lehrst, lehrst du, weil es deins ist, nicht dem anderen deins, sondern wie sie es selbst herausholen können und herausentwickeln können. Ja, und das ist natürlich, war schwierig. Die letzten 5 Jahre habe ich weniger Seminare gegeben, weil die Leute wollen immer nur was. Gefuttert werden, lernen, aufpassen, wiederholen, nachmachen. Wenige
Und grundsätzlich mussten sie dann allein ihr Ding machen und selbst dann in Forschung gehen. Und wenn ich was mache, gehen wir gemeinsam in Forschung. Ich schaffe ein Forschung, ein Feld, wo Forschung geschieht. Und wo aufregend ist. Nur diese Trennlinie ist für mich seit 5 Jahren ganz klar. Du bekommst von mir nichts. Ich missbrauche dich nicht. Ich benutze dich nicht. Ich futtere dich nicht. Ich gebe dir nichts. Und doch, in manchen Momenten haben die Leute gespürt, dass in dem Moment, wo ich gesagt habe, dein größtes Glück ist, mir was zu geben, was du wirklich hast. Mehr willst du nicht seit Anbeginn deiner Zeit. Mehr hast du nie was gewollt. Du willst deinen Lebensauftrag leben. Du möchtest geben. Du möchtest das, wofür du genetisch, biologisch, seelisch, auf geistiger Ebene dich ausgerichtet hast, erfüllen. Was anderes ist, abwarten und Ausbildung machen. Abwarten und noch eine Ausbildung machen. Abwarten und noch eine Ausbildung machen. Das ist gut, um sich zu orientieren, um in das Feld zu bleiben. Nur jetzt ist Schöpferkraft, will nicht darüber gesprochen werden, sondern gelebt werden. Mit kleine Schritte. Denn wir sind im Kindergarten. Niemand hat bis jetzt die Schöpferkraft, die individuelle Schöpferkraft richtig entwickelt. Viele reden davon, aber niemand, der das Feld schafft, ganz gezielt und ganz genau, dass jeder die eigene Gottheit herausholen kann und im Feld mitgestalten kann. Jo. Und jetzt bin ich bereit, das zu tun mit Klarheit und mit klaren Grenzen. Deswegen übernächstes Wochenende sind das sechste, Moment mal. Der 8. und 9. Juni ist übernächstes, ja. Wochenende, entweder der 8. mit Matrix-Familiencode oder und der 9. mit göttlicher Matrix, was zusammenpasst, bist du eingeladen, den ganzen Tag mitzuforschen und diese Freiheit zu nutzen, dass du das auch von zu Hause machen kannst. Was wollen wir mehr? So. Jo, das ist, was ich jetzt gerade tue. Und was macht ihr? Schönes. Was machst du Schönes? Im Moment, wo bist du? Was sind deine Entdeckungen? Was sind deine Erforschungen? Sagt, es ist möglich, über Skype auch anzurufen.
Eben, danke Roman, du hast gestern gesagt, es ist nicht, man hat eine bestimmte Aufgabe, dass man auf die Erde kommt, ja, aber wir sind eben in Veränderung. Man kommt auf die Erde mit einer bestimmten Aufgabe und wenn wir das so verstehen, die Aufgabe, die wir haben, ist nicht so die fixe Aufgabe, die wir bis jetzt gehabt haben, zu Ende zu bringen oder zum Erblühen zu bringen. Und die neue Aufgabe ist zu akzeptieren, dass wir keine Aufgaben mehr haben und dass wir das neu kreieren können. So. So, ist jemand da? Danke, Ludita, zum Glück bist du da. So still. Das ist so tief und so schön, wie du das erklärt hast, Jeet. Dankeschön, Ludita. Es tut mir gut, wenn es so stille ist, dann zweifle ich. Deswegen ist Resonanz immer wunderbar. Ich hole meine Brille, denn ich sehe nicht, ach doch, hier ist eine, aber die ist nicht gut. Komm gleich. Ja, wenn man Brille sucht, ohne Brille, ist nicht einfach. Hallo Roma, schön, ein paar Grüße, ist immer toll. Im Grunde genommen, also niemand hat den Mut, sowas zu machen wie ich. Man kommt sich doof vor, man liefert sich aus in der Unsicherheit. Wirklich all diese großen Referenten, die haben Horror, sowas zu machen wie ich, wo wir ein paar Aufzeichnungen gemacht haben. Bitte löschen, mein Image kann zerstört werden. Berühmte Regisseure, große, große, große Heile, 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 Kuchen. Oh, ist okay, aber nervt mich, ne? Diese immense Angst. Am Mittwoch werden wir das Thema haben, ne? So, die eine Teilnehmer am Seminar vom Mittwoch will das Thema bringen, mal gucken, ob es abends auch was wird, diese Angst beobachtet zu werden. Diese Angst verfolgt zu werden, diese Angst, dass jemand ständig dich belästigen möchte. Das ist ein Teil, diese große Angst und deswegen, ich liefere mich seit 5 Jahren täglich aus und mache ich das, habe ich es entschieden. Ich habe meinen Ruf verloren. Früher war ich sowas von berühmt. Und weil man sieht, wie ich wirklich bin, dann kann man manches, so wie die meisten das machen, nicht mehr so gut verkaufen. Also mein Image ist am Arsch. Aber es freut mich, denn das ist die neue Dimension, wo wir normal sind. So manchmal gelangweilt, manchmal klar, manchmal durcheinander, manchmal sinnlos, manchmal gut technisch, manchmal schlecht, so wie man die Welt wirklich ist. Deswegen freue ich mich auf Grüße, oft Grüße und Anteilnahme. Denn das ist die Übung, wie wir ohne Internet und ohne Handy sprechen können. Diese Übung ist wichtig. Denn das gibt uns richtig Freiheit und bereitet uns vor. Ohne YouTube, ohne Facebook, wie können wir sozial sein? So, wie wir das jeden Abend machen.
So, wir können uns fühlen, aber auch das Schriftliche ist Bestandteil. Ein Anruf. Sie hat über Skype könnt ihr anrufen und über Telefon auch. Und könnt ihr einfach auch nur Grüße geben. Ich grüße euch. Es ist schön oder es ist scheiße, was du sagst. Sag ich dir, ja, wunderbar. Sag du jetzt auch mit was Scheiße oder was Schönes, was du willst. Oder hast du ein Thema oder mach was Schönes mit uns, eine schöne Meditation. Und ja, und so. Hier kommen Grüße, wow. Roma, Crystal Angel, hast schön gesagt, Jit. Oh, toll. Oh, schön. Oh, schön. Das Ding ist einfach, ich sage das so, aber seitdem ich das so sage, ich hatte große Rückenschmerzen, habe ich aufgehört, die Karre zu ziehen, um voll in meine Freiheit zu gehen, voll. No footprint in the blue sky, sagte Osho. Wenn ich gehe, hinterlasse keine Spuren in den blauen Himmel. Alles wird immer verwischt. Niemand kann mir folgen. Und das ist die Größe eines Meisters, der alles verwischt. Osho hat sich in eine ferne, ferne Galaxie zurückgezogen, damit die Leute, die sehnsüchtig waren nach ihm, ihn nicht mehr finden. Und dann sind sie so traurig und irgendwann schauen sie in den Spiegel und entdecken sich selbst. Und deswegen die meisten große Referenten, fast alle große, waren Osho-Schüler. Alle. Alle, die in Rainbow Spirit sind, alle berühmteste Leute weltweit sind alle, waren alle, sind alle mit Osho. Und das habe ich von ihm gelernt. Alles transformiert sich zuerst mal neu. Wie wird Matrix-Familiencode stattfinden? Anneliese hat eine schöne Meditation gemacht heute Abend. Wunderbar, schön. Ja, also was ich gesehen habe, weil ich habe das schon 20, 30, 40 oder 60 Mal gemacht. Nur der Beginn, das was wir gemacht haben, ist nur wie Matrix-Familiencode beginnt. Das heißt, jeder wird lernen, in die Wahrnehmung zu gehen. Und es wird eine Methodik aufgebaut, wie der Beginn ist. Jeder wird natürlich individuell geholfen. Ich kriege schon mit, wo, was, wie. Ne? Also die Informationen, die bekommen wir. Und welche so eine, werden eine Struktur aufbauen, damit es leicht ist, dies auch mit anderen anzuwenden. Und für alle, die die zu Hause oder für sich oder in den eigenen Beruf so mehr ja, mehr wirken wollen, können sie das dann anwenden. Also die Struktur, die baue ich jetzt die nächsten Tage auf. Wir haben diese Struktur gehabt und jene Struktur. Und dann schaue ich, was da zentral ist, wie man beginnt, wie es weitergeht, welche Empfehlungen sind. Und jeder, der dabei ist, ist meine Gewohnheit, dass ich aus dir dann deine Spezialität raushole. Zum Beispiel Matrix-Familiencode auf Organebene, Matrix-Familiencode auf
auf das Knochensystem, auf das Gerüst oder wie heißt das Skelett. Weiß ich nicht, aber meistens in dem Moment, wo man reingeht, wo man beginnt, dann ergibt sich das einfach. Wesentlich ist, ja, es wäre vielleicht, würde ich gerne mit Anneliese machen. Und weil sie kann geniale Fragen stellen. Anneliese ist genial, weil sie kann das machen mit den Familienaufstellungen, was ich nicht kann oder wo ich einfach nicht trainiert bin. Und durch ihre Fragen, dann geht man in das Thema tiefer rein. Und ja, und es ist leichter, das zu klären. Und wie gesagt, für mich ist der Verdacht, dass es sehr schnell gehen kann, die Auflösung und die Freiheit von alles, was dich beeinflusst. Bis jetzt haben wir, sagen wir, es ist eine Erbschaft und wir können die Erbschaft annehmen, verankern und weiter. Also, dass es nicht mehr so anstrengend ist und dass es einfach nicht mehr so lang dauert. Und natürlich uns in diesen Raum zu bringen, wo ich und all meine Ahnen sind wieder in Code, sind wieder eins, sind alle wieder in der Matrix. Wir haben eine Kraft, eine Macht. Wie die großen Familien in der Welt, die große Kulturen, große Imperien, große Wirtschaftserfolge gehabt haben, in alle Bereiche. Das war einfach auch, wo die Familie hat jeder die Kraft von allen anderen. Im völligen, wunderbaren Gleichgewicht. Ja, so. Schön, dass Grüße kommen. Also für alle, die da sind, ich natürlich viele, niemand muss schreiben, ich freue mich, aber wenn ich eine Entscheidung treffe, bin ich nicht abhängig von. Und trotzdem immer wieder die Einladung, im Chat zu schreiben. Ihr könnt einen Namen geben, den ihr wollt. Also ich heiße jetzt hier, habe ich als Beispiel gemacht, GG, glaube ich. So, dann geht ihr auf den Bleistift, nennt ihr euch Meli und schon könnt ihr schreiben. Also keine Anmeldung, nichts notwendig und es ist sehr einfach. Ich weiß das trotzdem, obwohl es anonym ist, haben viele, viele, viele große Ängste. Und das ist das große, große Thema, die Angst, sich zu zeigen. Für viele, ich will das nicht oder so, ist klar. Und trotzdem ist in der Luft diese große Angst, dass jemand dich benutzen kann, dass jemand dich missbrauchen kann. Und diese Angst regiert noch die Welt. Jo, wie geht's euch? Sabine hat gestern eine schöne Worte gesagt über den Regen und über das Fließen. Das war schön. Dieses Fließen ist das, was wir nochmal aktivieren können. Dieses Fließen füreinander, miteinander. Untereinander ist leichter, weil wir verbunden sind. Vielleicht können wir das jetzt freigeben. Ich sehe einfach, dass jeder ein bisschen bei sich ist. Ne? Lass es einfach fließen. Das
passiert nichts, verlieren wir nichts, lass uns einfach auch füreinander, ineinander, miteinander fließen, denn das ist unsere Realität. Es ist nicht so, dass jemand dann dreckig wird oder mit fremden Energien belastet. Niemand kann dich mit fremden Energien belasten, es sei denn, die sind schon in dir. Oh, sehe ich doof aus, Mama mia. Muss ein bisschen schöner aussehen. Naja. So, gibt es einen Impuls? Schön gesagt, das ist so sinnlich und so tief, das tut unsere Seele gut, das zu hören. Dankeschön. Ja, Ludita, warum glaubst du, dass die anderen nicht mehr schreiben? Na, vielleicht gibt es ja auch nichts zu schreiben. Wenn ich in die Wahrnehmung gehe und kommt nichts im Moment, was tun? Okay. Ja, das ist eine Sache, die habe ich noch nicht so systemisch geforscht. Ich gehe in die Wahrnehmung, was mich betrifft, und bekomme keine Informationen. Also, ich kann das jetzt strukturell so darstellen, die Frage ist falsch gestellt oder der andere, das Feld ist nicht bereit oder ist nicht gefragt worden oder man darf keine Informationen, weil ens Naturalen sind. Das heißt, man muss noch ein bisschen leiden, weil man sich eine Schulung auferlegt hat. Und in diesem Fall dauert noch ein bisschen. Oder ist jemand anderen, der das besser machen kann, in deinem Umfeld, in Seminaren manchmal. Gucke ich, ne, dann es geht um jemand, dann ich gehe rein, ich bekomme keine Informationen, ich bin einfach sehr, sehr wach. Ne, dann kriege ich, weil ich so gut trainiert bin, dann kriege ich sofort mit, der hat Informationen. Und der hat vielleicht noch nie sowas gemacht. Aber die Seelen, die Seelengruppe sagt mir, Jeet, sei jetzt still. Der weiß es besser, die kann es klarer. Das ist auch ein Grund. Noch ein Grund ist, weil wir denken, nicht in die Stille sind und die sicher kann man sein, wenn man in die eigene Wahrnehmung geht, in die Intuition. Wenn man natürlich täglich meditiert, ne? Wenn man leer ist, weil in dem Moment, für mich war Intuition dann angewandte Meditation, weil wenn ich jetzt in die Wahrnehmung gehe, dann muss ich das Denken ausschalten und hören auf mich. Und das ist Meditation.
Und deswegen habe ich gelernt, das auch unterwegs zu machen, beim Autofahren, im Flieger. Also musste ich nicht immer unbedingt so still sitzen. Aber so sich Gelegenheiten, für mich Meditation bedeutet, beobachten, was man gerade tut. Also, ich kann jetzt, wenn ich in der Stadt gehe, einkaufen, dann kann ich mit einer gewissen Haltung in die Stadt sein und beobachten, wie ich laufe, was um mich herum ist, bei mir sein. Beim Essen, ich kann einfach auch mit dem Essen Kontakt aufnehmen. Normalerweise schafft man das für 2-3 Sekunden, länger nicht. Aber du hast recht, also für mich war das einfach, weil ich habe schon, denke ich, mindestens 10 Jahre lang bis zu 5-7 Stunden pro Tag meditiert. So klassisch. Oder ein bisschen nach Osho-Meditation, die aktive Meditation, dynamische jeden Morgen und Kundalini, Mystic Rose, Born Again, Vipassana, Sufi-Meditationen, Sikr und. Und natürlich jeden Abend die White Rose Brotherhood mit Osho, tanzen und still sitzen. Also dieses sich auch eine Zeit, wo man sagt, ich schreibe es mir auf, heute, wenn ich zur Arbeit fahre mit dem Auto, werde ich diese 20 Minuten aufmerksam sein, still sein. Ich werde Beobachter und lasse mich beobachten. Ist nicht gefährlich, glaube ich. Ne? Oder natürlich, stillsitzen ist das Beste. Du sitzt vorher und guckst, fühlst, beobachtest dich, nichts geschieht, nichts denkst. Alles ist wunderbar, so wie es ist. Dein Körper entspannt sich. Das klassisch oder dynamisch. Und ich glaube, dass auch in gefährlichen Autofahren, das heißt nicht, dass ich meditiere beim Autofahren, die Augen schließe, sondern dass ich da bin, wenn ich fahre, aufmerksam bin und dass ich und mein Geist eins sind und ich eine besondere Aufmerksamkeit habe, eine besondere Stille, und da ist mein Wahrnehmungsbereich klarer. In diesem Zustand spüre ich natürlich, wenn mir jemand überholen möchte, ich spüre eine gefährliche Situation, ich spüre das Wetter, ich spüre die Straße, wenn es Glatteis gibt. Ist nicht, meditieren bedeutet nicht weg sein, sondern ist einfach da sein, da sein, da sein, da sein. Jetzt. Und das ist, die Tiere sind ständig in diesem Zustand. Was tun sie? Mache ich was falsch in diesem Moment? Das ist eine schöne Seelenbotschaft. Aha. Mal gucken.
schauen wir uns die schöne Seelenbotschaft. Oh. So, wir haben ein Video bekommen, dann schauen wir uns jetzt an. Moment. So. Das Geheimnis des Waldes, so alt und vertraut, ist verborgen vom Haus, das man um es gebaut. Es ist ein Haus aus Zeit und Raum. Das Geheimnis des Waldes, so alt und vertraut, ist verborgen vom Haus, das man um es gebaut. Es ist ein Haus aus Zeit und Raum. Verborgen ist's, man sieht es. Oh, Entschuldigung, ihr habt nichts gehört. Dann nochmal, sorry. Das Geheimnis des Waldes, so alt und vertraut, ist verborgen vom Haus, das man um es gebaut. Es ist ein Haus aus Zeit und Raum. Verborgen ist's, man sieht es kaum. Und schon verlierst du dich im Traum. Getrennt zu sein von der Göttlichkeit, die verlassen du hast bis zum Ende der Zeit. Doch gibt es einen Zauberspruch, der geschrieben steht im lebendigen Buch. Nimm die Zeit als einen Raum und das Leben nimm als Traum. Nur die Liebe ist das Licht, das Einheit schafft und Träume bricht. Das Haus, das sie als Illusion, den Verstand stürze vom Thron. Dein Herz wird deine Seele finden und ewiglich sich an sie binden. Waren sie getrennt, noch Gott von Mensch, wenn er den Schlüssel kennt. Der Schlüssel nun, er ist vergraben, doch sichtbar dem, der nicht will haben. Das Haus ward nur zum Schutz gemacht, da du der Träger bist der Macht, den freien Willen zu verwalten, missagten dir die sehr, sehr Alten, auf dass du wachsen sollst und reifest, dich nicht auf Macht noch Ruhm versteifest, bist du von Ängsten ganz befreit, dich als Schöpfer fühlst bereit, als Sonne scheinst den Wesenheiten, die dich auf deinem Weg begleiten. Doch muss dein Wille Liebe sein, dass du dich kannst vom Haus befreien. Verbinden wirst du alle Zeiten, für andere den Weg bereiten, erfahren wirst das ewige Jetzt, das du in die Schöpfung setzt. Angst und Zweifel werden schwinden, im Paradies wirst du dich finden.
Es ist ein Spiel mit Wirklichkeiten, die wandern durch erträumte Zeiten. Ein Teil von dir in ihnen lebt, ein anderer Teil vor Glück gebebt, weil er erkannt das ewige Spiel, das er auch ist, wenn er es will. Wenn du den Teil dem Teil vermählst, nicht mehr der Zeiten Räume zählst, wirst du mit dir vereinigt sein, verlieren ganz den Trug von Zweien. Und wenn der letzte Schleier fällt, das Spiegelbild dir schnell gefällt, wenn du zum großen Spiegel rennst und du in Gott dich selbst erkennst. Dankeschön. Vielen Dank, wunderbar. Ja, so gefällt mir so eine Videobotschaft. Wie gesagt, für mich, es ist immer der Jetzt-Moment, wenn du dich meldest und das, was du sagen willst mit deiner Stimme, ist für mich das Höchste. Ne? Aber das ist sehr willkommen, dass wir diese Komposition gemeinsam schauen. Ja, Ludi, da war das für dich auch eine Antwort von Crystal Angel. Okay, wunderbar. Ja, eben, ich bin einfach auch gewohnt, das alles immer in den Moment zu schauen. Das heißt, wenn du für eine Situation keine Informationen bekommst oder ich keine Informationen bekomme, dann genau in diese Situation zu schauen, was die Lösung wäre oder was oder wie man die Frage anders machen kann oder worum es dann geht, weil es gibt immer viele, viele Möglichkeiten. Aber grundsätzlich würde das annehmen, jetzt kommt keine Antwort, okay, ich nehme es an. Und dann zu sagen, okay, aber wenn ich Impulse bekomme, wie ich anders fragen kann, dann bin ich offen dafür. Oder eben einfach sich zu melden bei den Freunden, zu sagen, ey, du hier so und so, magst du mal fühlen, wie es in dieser Situation ist. Normalerweise in unser Institut für intuitive Intelligenz hatten wir ein fantastisches Forum. Alle waren verbunden. Man wusste, was der andere gut kann. Und man hat sich untereinander sehr, 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 sehr geholfen. Ne? Man wusste immer, wen man anrufen kann. Ne? Okay. Genau, immer mehr in sich hineintrauen und vertrauen. Ja. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich für alle, die da sind. Und denke, dass es für heute war. Gerne. Eben, und wie gesagt, so formlos für die, die Interesse haben an diese Seminartage, einfach melden.
für mich. Ich versuche das immer nicht anstrengend zu machen. Und damit ich täglich was machen kann und nicht die ganze Energie für eine Sache, was ich in 3 Monaten machen werde, das ist mir schon zu spät. Jo, bis morgen. Dankeschön. Und vielleicht fließen wir die ganze Nacht. Vielleicht diese Einladung, die ganze Nacht zu fließen. Dankeschön. Ja, von mir auch. Ihr alle strahlt viel Liebe aus. Ja, das stimmt. Dankeschön. Soll ich euch jetzt was Besonderes zeigen? Leckerli. Gucken für alle, die, wenn jemand noch drin bleiben möchte. Was habe ich? Ja, ich zeige euch ein Geheimdokument. Mache ich nur jetzt. Das sind Aussagen von kanadischen, ex-kanadischen Ministerpräsident zu Manipulation in USA, Außerirdischen und. Viel Spaß damit. Das ist Englisch, aber mit Übersetzung auf Deutsch. Es ist einer der wichtigsten und klarsten Vorträge über, wie die Welt jetzt manipuliert wird. Ich gehe nicht so sehr darauf, aber das hat mir gefallen und das sage ich euch. Halbe Stunde dauert. Tschüss.